So Leute, weiter geht's mit Gebrüll. Leider konnte ich die letzten Tage nicht hochladen, weil ich übelste Probleme zu entladen. Okay. Weil ich übelste Probleme mit meinem Internetanschluss hatte. Keine Ahnung, ob das daran lag, dass die UVDSL umgestellt haben. Oder was das sonst für Gründe hatte. Auf jeden Fall habe ich jetzt meinen 50.000er VDSL-Anschluss. Und ja, bin darüber eigentlich auch ganz zufrieden. So. Ich werde mal das hier ausrüsten, weil ich kann mich nämlich daran erinnern, irgendwas kam da, irgendwelche Viecher oder was. So, schalten wir den Funkspruch-Dings mal ein hier. Wir haben die Koordinaten erhalten und werden versuchen, aus der Blase herauszukommen. Okay, hier links, 60 Fuß in dieser Richtung. Mich trifft der Schlag. Wir sind frei. Hört ihr mich? Wir haben es aus der Anomalie geschafft. Wir gehen nach Limansk. Ja, Rebelle. Wir sind bei der Brücke. Die Söldner auf dem Banditenlager dürften demnächst eintreffen. Komm zurück zur Brücke. Wir brauchen dich hier. Es wird bald heiß hergehen. Oh, das Team ist jetzt los hier. Na gut, diesen oder jenen haben wir erwischt. Ah, verstecken Sie. Da sind wir im Baum. Oh, ich töte nämlich doch lieber eine. So eine. Ja, die greifen nämlich nach sonst unsere Leute hier unten an. Sollte man vielleicht vorher mal ein bisschen abknallen. Mann, sind die Viecher zäh. Moment mal. Was ist denn hier los? Geh mal bitte weiter runter. Kannst du hier springen? Ja, freilich kannst du hier springen. Macht ja doch nichts aus, oder? Okay. Ihr wollt spielen? Wir können spielen. Halt, falsche Ding hier. Let's play. Da kommt ihr hässlichen Mistviecher. Ummotzen will ich nicht haben. Ausgemotzt hat sich. Ja, das ist komisch. Manchmal greifen sie direkt an. Also da rammeln sie gleich hier um die Kurve rum und belästigen unsere Leute hier. Und ja, manchmal, das sieht man ja, da rammeln sie hier bloß im Kreis rum und passiert gar nichts. Auch sind eigentlich genug Freiheitler da. Ach, im Übrigen, haha, da fällt mir gerade was ein. Und zwar habe ich doch die ganze Zeit überlegt, hier mit dieser verkackten Barriere, weil ich die doch eigentlich hier angreifen sollte oder irgendwie noch einen Auftrag hier kriegen sollte, nahm ich zumindest an. Aber an dem war nicht so. Ich habe nämlich zufälligerweise, weil mich jemand in einem Kommentar was gefragt hatte, und da habe ich dann zufälligerweise nochmal, ich glaube es war der Part 81 von Shadow of Chernobyl reingemacht. Und da habe ich festgestellt, ach nee, das war bei Shadow of Chernobyl, wo man den Auftrag bekam, die Barriere zu verteidigen da unten. So, hier nehmen wir das nochmal noch mit, das nehmen wir mit. Das tun wir rüber, will ich nicht haben. So, normale Dingsmuni habe ich da ja auch nicht mit. Ach, hier haben wir was zu verkaufen. Ne, das brauchen wir nicht mehr. Können wir theoretisch auch verschenken. Ja, ich überlege bloß gerade, die Sachen zwar jetzt trifft sich mit Lebedev sollen wir uns ja treffen. Ja, ich frage jemand noch, ob er noch eine Arbeit hat hier. Hast du noch eine Arbeit für mich? Weiß ich nicht, hast du eine Arbeit für mich? Kann ich dir helfen? Nee. Also, wird gut dabei bleiben, dass wir uns mit Lebedev treffen. Lebedev, genau, wie er sich ausspricht, genau.
So. Gibt's hier auf dem Panzer noch was? Könnten wir noch mal gucken. Nope. Vielleicht noch ein Panzermaschinengewehr. Da hat man ja nachgeguckt. Da steht doch aber... Bei Shadow of Chernobyl steht da nachher irgendwie anders. Ich glaube, da steht da hier weiter hier drüben. Ja, aber ein paar Sachen haben sie halt dann auch verändert. Okay, der Programmierer. So. Gut, müssen wir uns eigentlich hier in der Ecke gar nicht mehr lange aufhalten. Wir könnten, was ist denn hier denn, was zeigt denn uns? Ach, hier holt ihr deine Belohnung, zeigt er. Was kriegt man hier an Belohnungen? Von wem vor allen Dingen? Na, wäscht doch sowieso nicht. Das hat mich bei dem Spiel von Anfang an gestört, dass man das nicht raushauen konnte direkt jetzt hier. So, bei der Store kriegt man 1500 Ecken. Und hier nimmt man den Gewerb so richtig in die Hand. Ja, ich würde doch schon gerne nochmal beim Förster hingehen. Und dass ich unsere Klamotten noch ein bisschen anguckt, bevor wir anfangen zur Brücke hinzugehen. Die fahren wir sowieso von da am besten. Ach ne, da kommen wir ja zur Müllhalde. Wo ist hier so Versteck? Rucksack bei Schornstein. Ach. Hier sind hier dumme Mutanten rumlaufen. Da musst du wirklich drum kümmern. Ach, eigentlich eher nicht. Müssen wir den Weg sein? Ach hier. Gut. Laufen wir den Weg raus. Und gehen Richtung Förster. Da kann uns halt gleich auch einen Anführer bitte in Ordnung bringen. Und dann können wir auch getrost runter machen. Ach Moment mal, da fällt mir gerade noch was ein. Ich wollte mal alle Waffen nachgucken, ob sie nachgeladen sind. Ich hasse das nämlich nicht. Ich glaube, das Scharfschützengewehr war nicht nachgeladen. Ja, wusste ich doch. So, das brauchen wir nämlich nachher auch ein bisschen. Money haben wir genug dafür. So. Die ist... stellen wir hier oben Munition. Schön, der Käse. Das schießt doch keiner mehr, was du da drin hast. So, wie sieht der aus? Die ist voll. Wir haben... Ach guck, da ist sogar eine Rakete, haben wir sogar drin. Ja gut, dann halten wir mit für eine Rakete. Können sie ja vielleicht gebrauchen. So, wie sieht es hier aus? Ist auch voll. Die Avalanche. Okay. Los geht's. Ach so, das war ja gleich das Versteck. Na gut, da können wir auch mal reingucken. Wenn es gerade hier in der Gegend ist. Na komm, bitte hier rein. Wo? Oh. Hat er nicht gerade gesagt, in Schornstein oder sowas? Also ich sehe hier mal gleich gar nichts. Okay. Nö. Auf Schornstein. Ich mache die Treppe rauslatschen hier irgendwo. Ach, ich habe gerade gesehen. Einen Leiter. So, und da ist das bestimmt hier irgendwo sinnloserweise. Ja. Kommt hier durch? Ach, natürlich nicht, war ja klar. Hier kommt, ach, da kommt doch mal. So. Komm, hab dich nicht so assig hier. Ach, hier, direkt auf den Boden. Boah, ich bin nicht blöd. Okay, alles nehmen. So was Doofes aber auch. Ich klotz extra noch auf den Schornstein rauf. Nein. Liegt's natürlich wieder genau.
liegt es natürlich wieder genau daneben. Aber auch schon eine Moskwitsch begann. Welcher Moskwitsch? 1500er. Ein 1500er. So, was ist denn hier drin? Da muss ich mit anfangen. Ich bin aber richtig, oder? Oh ja, ich bin richtig. Was sind das hier hinten für Monster? Sicherlich irgendwelche blöden Schweine oder irgend sowas. Hey, mich kotzt das gerade momentan an. Moment mal, das nervt mich gerade hier voll. Was? Du bist ausgeschlafen? Ich bin nicht ausgeschlafen, du Trottel. Hast du mal auf die Uhr geguckt? 23 Uhr noch was. So, na gut. Rennen wir hier rüber. Du bist ausgeschlafen. Was soll denn der Scheiß? So, wir sehen uns auf der anderen Seite wieder. So, sind doch noch Freunde hier, oder? Ja. Die ist ja noch grün. So, gehen wir erstmal schnell zum Förster. Ach, Zigaretten liegen hier. Also zu rauchen haben sie echt genug hier. Wo sie nur sieht, was hier denn an Kippen rumliegt, gell? Was ist denn überhaupt, was sie da rauchen? Kann man das lesen? Hm. Ich kann es nicht lesen. Wird vermutlich irgendein Pferde da im Tabak als Pferdemist und die Braff da sein. Halt, Stash. Hast du gerade Stash gesehen? Na, wo ist denn das blöde Stash? Ach, hier. Aber das stimmt hier. Na, hallo? Wollen die mich verscheißen oder sowas? Ach, guck an. Weil ein bisschen Dingsmunition. Weil ein bisschen Hydroschockmunition. Ja, ja, die wird so wenig verteilt. Die wird so wenig verteilt wie Hydroschock. Hier haben wir noch normal, das sind noch normale. Das ist was für eine. Ach, die Cora. Fallen lassen. Wir könnten ja mal auf Hydroschock. Falls wir doch mal irgendwie damit schießen, haben wir 20 Schuss. Ne, 32 insgesamt. So, okay, können wir auch gleich lassen. Stecken wir gleich wieder weg. So, Herr Förster. Was führt dich in meinen Wald, junger Mann? Was verschafft mir diese Ehre? Verbessern. Vergiss nicht den alten Mann. Vergiss nicht den alten Mann. Vergiss ich niemals den alten Mann. Ja, da wird auch schon rumgefeuert. Okay. Waffenmäßig sind wir soweit okay. Ich hatte Schlimmeres im Sinn. So. Ich überlege bloß gerade, wenn wir in Kampf ziehen, ob ich nicht anstelle der Schneeflocke hier, oder wie sich das Ding da nennt, wie nennt sich das? Schneeflocke, Schneeprinzessin? Doch, Schneeflocke. Anstelle der Schneeflocke, denn wir haben ja, da haben wir ja nicht, geht es ja nicht um Ausdauer groß, oder? Dass wir da vielleicht doch lieber hier ein Kloß reinmachen.
Noch lieber wäre mir natürlich fast Wundheilung, aber ja. Doch, das werde ich auch machen. Wenn es mir doch auf den Sack geht, dass ich am Laufenband, hier abgehetzt dastehe, kann ich da immer wieder reinmachen. Das ist kein Problem. So, wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Wir müssen jetzt... Achso, wir könnten uns jetzt hinbringen lassen. Oder wir könnten hier einfach... Was ist einfach? Einfach war das, glaube ich, gar nicht. Wie war denn das? Hier rein. Achso, Moment mal. Einfach bloß gerade durchgerammelt. Ach, das kotzt mich an, dass ich hier in der Nacht rumsteigen soll. Das geht mir auf den Sack. Das will ich nicht. 0 Uhr oder irgendwas. Das kann ich nicht leiden. Das kann ich nicht haben. In der Nacht hier, das macht keinen Spaß. Ja, ja, Strahlung, stört mich ja nicht dran. Das macht keinen Spaß hier in der Nacht. Ich könnte mich natürlich jetzt auch... Wer wird denn hier angezeigt auf der Map? Ach, wichtiger Charakter. Der Förster ist ein wichtiger Charakter. Ja, komm, hat sich gestiegen, weil ich die Flinte draußen hab. Also gut, erzähl mir, was du weißt. Nein, mach ich nicht. Nervt bloß. Ich könnte mich natürlich jetzt hier von dem Kollegen. Das ist ja der, ach, der Einfallsbinte, der Romka Einfallsbinte. Erstmal noch ein bisschen in der Busch da rumführen lassen. Was wolltest du mir also erzählen? Oh. Wohin kannst du mich führen? Ach, das ist ja auch Kiki. Ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen unentschlossen. Ich möchte nicht in der Nacht hier die Brücke von Dimansk nehmen. Denn das wäre unsere nächste Aufgabe hier. Ich möchte das bitte schön am Tag machen. Mich mit Lebedev treffen. Und hier drüben diese dämliche Kasper da abknallen. Aber gibt mir ja keinen. Ich bin ausgeruht. Wieso bin ich ausgeruht? Wieso bin ich ausgeschlafen? Kann man nicht auch irgendwas machen, dass wir nicht mehr ausgeschlafen sind? Das gefällt mir nicht. Ja, das macht schon am blödsten. Das ist der Einfallspinsel. Pass auf, Leute, wir sehen uns hier an der Stelle wieder, wenn es hell ist. Du wirst das Maul nicht aufmachen, was? So, Leute, ich habe jetzt hier eine ganze Weile gewartet und bin noch rumgereist und habe hier irgendwelche Wildschweine geschossen unten im Kordon aus sinnloser Langeweile, nur damit langsam die Zeit rumgeht. Im Übrigen geht die Zeit nicht beim Dings rum. Was hast du für mich? Bei der Gelegenheit habe ich dann entdeckt, wie kann ich dir helfen, Experimente das Gerät zurückbringen. Lest euch das selbst durch. Ich sag ja, und dann machen wir das schnell noch, damit es noch ein bisschen heller wird. Wir haben im 6 draußen, bis eben hat es auch noch geregnet wie Sau und gewittert. Und da habe ich das natürlich erst einmal, da habe ich also noch ein bisschen gewartet. Wäre schon vielleicht ein bisschen früher losgedacht. So, das experimentelle Gerät hat man ja hier unten drinnen. Das wissen wir ja, da waren wir ja schon. Es geht im Übrigen wieder dieses Brummgeräusch los. Ich werde also ein bisschen die Fresse halten. Hoch, da hinten ja Schnorr. Komm, schieb mal doch den Schnorr. Komm, hier. Kannst du haben. Noch Fragen. Dummer Schnorr. Ey, was ist das?
da hinten auch schon vor. Na komm. Wo bist du, Mistvieh? Hey, ist das die Stifte gegangen? Da weiß genau, was ein Blüht. Oh Mann, geh mir doch mal nicht auf die Nüsse hier. Die waren so wenig Schuss jetzt gerade drin. Dann haben wir die dummen Schnorchel jetzt alle abgeknallt. Sieht so aus. So, da können wir auch das experimentelle Gerät holen. Da kommt ich jetzt auch direkt hier ab, weil ich quatsch hier vorne rein. Ja. So. So, das war nämlich dieses Teil hier unten, was ich schon mal irgendwie... Oh, das war ja auch schon hier. Knallbumm. Ach nee, toll. Okay. Der hat das experimentelle Gerät. Da locken sie einen in so eine verkackte Falle rein, die Misthunde. Geben wir das mal noch und das. Was kannst du behalten? Da locken sie einen in so eine verkackte Falle rein, weil immer natürlich denkt, ja klar, das ist natürlich das Gerät, was da hinten steht und dann, ja, scheiße war, gell? Jesus sprach, es werde Licht, doch scheiße war es, es brannte nicht. So, okay. Da bringen wir dem Kollegen jetzt sein experimentelles Gerät. Flitzen noch mal schnell rauf zum Förster. Na gut, unser Anzug ist nur ein bisschen angekratzt. Ach genau, ich habe im Übrigen... Was für dich? Hier hast du, was du wolltest. Gab's Kohle? Ne, bloß einen feuchten Händedruck. Was genau willst du hier? Nur einen feuchten Händedruck. Ach, hol dir deine Belohnung. Ja toll. In der Freiheitsbasis. Wieder meine Belohnung holen. Wie viel kriegt man? Alles für das falsche. 3.500 Rubel da wäschen, ja, für diese eine kleine Mission. Ja, wenn wir nicht Geld hätten wie heute, wäre das richtig gut. Jemand aus was verschafft? Verbessern. Hoffentlich sehen wir uns genau, wieder. Genau, reparieren. Und zwar habe ich einen Bullard angezogen, weil ich mir den das Exoskelett für die etwas, ja, doch heftigere Mission aufheben will. Ich bin halt noch beim Überlegen, ob ich vielleicht nicht sogar noch einen hole. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie problematisch das war. Na okay, wir können aber trotzdem jetzt erstmal die Brücke befreien. Das werden wir jetzt auch machen. Ich hab's mit den Ohren. Sprich lauter. Ich überlege gerade, laufen wir hin? Laufen wir hin? Eigentlich ist es ja bloß ein Katzensprung hier durch, aber ein bisschen Monster die Tage. Naja gut, hier sind ein paar dumme Hunde, die Tintant tun ich ja nicht gerade. Ach komm, wir laufen hin, ist einfacher, hoffe ich auf jeden Fall. Ausgesetzt, wir rammeln hier nicht in, genau in das rein. Ach, auf dem Weg bleiben war hier angesagt. Genau. Da kommen wir dann irgendwo hin. Na, ich glaube, ich doch mal lieber hier den Dackelschießen umstellen. Ja, wenn ich das Vieh schon wieder höre, wo ist er? Da kommt er irgendwo. Die Viecher habe ich immer gefressen wie ein Pfund Schmierseife. So, wo müssen wir hin? So, ja, gut, komm, links liegen lassen. Die habe ich immer gefressen wie ein Pfund Schmierseife, diese scheiß Blutsaucher. Ach ja, ein vereinzelter Schnork. Waren wir hier schon mal? Ist das bekannt vor? Rechts müssen wir hin. Ne, da müssen wir hin. Da überhaupt raus. Oh, ich höre schon hier fleißig hier. Jetzt rennen wir mal.
rennen wir mal in die Richtung. Ah ja. Kommt schnell her, Söldner. Legis Trupp ist schon fast hier. Ja. Legis Trupp ist schon fast hier. Mach mal. So. Und zwar... Hier spricht Legis. Wir nähern uns der Brücke. Legis, hier spricht Lebede. So. Wir freuen uns schon auf deine Ankunft. Fall doch jetzt mal um hier, Gott des Jürgen. So, wir müssen immer aufpassen, weil hier oben immer irgendwelche Felsen fehlen können und wollen hier umsnipern. Hier unten handelt sich das auch mal ein Haufen. Ach, komm. Ja, ich muss mich jetzt hier konzentrieren, Leute. Das ist hier, hin und her rammeln die Mistvögel. Das ist nämlich arg lästig. Soll ich schon mal umfallen? Und so. Hier spricht Lachy. Wir haben es geschafft, bei der Brücke in Stellung zu gehen. Schön, wir haben es geschafft, bei der Brücke in Stellung zu gehen. Na gut. Mann beim Steuerfeld. Was ist hier, Banditen? Ja. Hier kommt er. Ihre Scharfschützen haben das Steuerfeld divisiert. Wir können die Brücke auf keinen Fall absenken, solange die noch leben. Ja, irgendwo Scharfschütze. Aha. Schalte den Scharfschützen aus. Schon erledigt. Wir sind hier Banditen. Im Moment gerade gar keine. Ach, hier rennt einer. Ach, na, bleib doch mal stehen, du Mistvogel. Mann, stirb gefällig. Warte mal, ich muss mal hierher, das gefällt mir hier besser. Drinnen ist es scheiße. So, wir kommen die nächste Horde. Das sind doch unsere hier. Was schießt denn der? Das ist doch gar nichts mehr. Wenn, dann kommen sie ja von da vorne, gell? Oder hier oben schleichen sie wieder rum. Sag mal. Gehen wir zu dem Steuerfeld. Machen wir was, Pauli? Jetzt kommen sie hier wieder. Jetzt doch noch. Tötet den Scharfschützen! Wo? Da oben. Kaka. Kaka. Ach, da ist noch einer. Ja, hallo. Ach, da ist noch. Oh, da ist noch einer. Ach, du Lärmer. Okay. Der Scharfschütze aufliegen. Ach, Wande. So, ist die Brücke ja gleich unten. Wo ist der nächste Scharfschütze auf dem Hügel? Tötet den Scharfschützen! Wo? Oh. Schon erledigt. Er ist schon erledigt, der Herr Scharfschütze. Hier oben hat man ja auch ein paar erschossen.
Jo. Die schießen immer auf die merkwürdigsten Ziele hier. Schaltet den Scharfschützen aus! Ich wollte wieder Scharfschützen da hören. Brücke getroffen. Auf zum Angriff. So. Nehmen wir mal eine welche. Aber wohl glaube gar nicht mehr. Im Übrigen, was haben wir eigentlich hier drin? Ach, hier, gucke. Noch ein bisschen Granatenfleisch. Und noch ein Sanitrack. Ach, hier war da eigentlich gewohnt normalerweise hier, oder? War hier eine Versteckkoordinate? Oh, ich sehe hier Feind. Ich sehe Feind. Hä? Ach nee, das ist höflich dahin gehen. Okay. Ja, ich wollte gerade sagen, normalerweise, wenn man hier sich viel Verstecke kauft und so ein Zeug, findet man hier unten noch ein wichtiges Versteck. Da ist dann hier ein Rucksack drinne. Ja, jetzt ist nur Müll drin, aber normalerweise ist da dann auch mal was richtig Gutes drin. Das war das, oder war das hier bei dem? Bei der Leiche hier? Ne, die sieht doch schon verwest aus. Ja, auf jeden Fall, hier war irgendwo ein gutes Versteck. Da war noch irgendwas Wichtiges drin. Da war eigentlich normalerweise war da ein Artefakt drin. Also ein Glas oder irgend sowas. Ich weiß es auch nicht mehr. Schon zu lange her. Das ist alles schon zu lange her. So, na gut, wir reden mal mit Lebedev. Und Litschi. Abgemacht. Kämpfer von Clear Sky. Unsere Operation war ein voller Erfolg. Die Brücke wurde abgesenkt und die Straße nach Limansk ist jetzt offen. Vorgeschobener Trupp, begebt euch nach Limansk. Und findet einen sicheren Weg durch die Stadt. Alle anderen verteidigt die Brücke und wartet auf den Haupttrupp. Es führt dich her, Söldner. Leg los, Kumpel. Wir bleiben in Kontakt. Bald könnten wir deine Hilfe brauchen. Oh, ich muss doch mit dem Letschi hier reden. Oder lässt sich gerade nicht mit dich reden? Ist das hier? Letschi. Hey, Letschi. Remel, bleibt doch mal da. Ja, ich muss nur mit dem irgendwie reden. Ich glaube, den kriege ich noch was. Bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. So, na komm, stell dich mal hier mit her zu deiner Truppe, dass du ansprechbar bist. Hallo? Kann ich dann überhaupt nicht leiden, ja? Was ist denn jetzt, wieso latschen wir jetzt hier hinten rum, ihr Trottel? Hä? Was wollen die jetzt hin? Wo sind da jetzt hin, der Letschi? Ja, bist du jetzt hier runtergefallen, die Trottel? Letschi. So, ach, guck, eine Flamme haben wir halt. Ich wusste doch, von denen kriegen wir noch was. Bla 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 bla. Naja, das brauchen wir uns nicht anzuhören hier. Erzählen wir was über die Raumblasen. Hier, könnt ihr euch durchlesen. So, was hast du denn im Angebot? Nichts Interessantes. Schneller! Schneller! Ey! Ach, hört doch mal auf, ihr Dremel! Mann! Das war jetzt merkwürdig. Ich habe es aus einem Schrank rausgenommen, obwohl da noch zu war. So, na, auf jeden Fall haben wir das jetzt erstmal erledigt. Ach, jetzt machen die auch los. So, und da können wir nämlich die Flamme. Die Flamme gegen. Was ist besser? Weniger Wundschaden oder bei weitem schnellere Heilung? Schwere Entscheidung. Oh, ich würde uns mal helfen. Die ärgern sich ja gerade mit Hunden rum. Ja, ich komme ja schon. Und seid ihr einer weniger?
Irgendwann hat es nicht geschafft. Hatten wir G36? Wir hatten hier nicht. Ach, der Letschi ist draufgegangen, der was interessiert uns, Letschi. Der Letschi ist draufgegangen, du hast die Pech gehabt, Alter. Das lässt mich auf den Hunden fressen, du Trottel. Das ist diese Schrotflinte. Vier Leute, vier oder fünf Leute waren das doch gerade, gell? Und schaffen es nicht. Die Viecher platt zu machen. So. Übrigens gibt es hier drüben auch immer eine G36. Ach, hier haben wir, hier. Ah, auch ein bisschen Munition. Hier liegt immer irgendwo eine G36 rum. Ach Quatsch, eine G36, eine SGI. Zum Beispiel G36. Und hier liegen ein Haufen Rotzwaffen rum hier. Na, was ist Rotzwaffen hier, aber lang schon so ein Zeug. Okay. Brauchen wir aber eigentlich alles nicht, wenn man gut ausgerüstet ist. Haben die Banditen hier einiges zurückgelassen. Ach Mann, wollte ich doch nicht. Ich wollte doch bloß mal reingucken, was drin ist. Was ist denn da drin? Ach, fallen lassen. Gar nichts drin, ist leer. Na gut. Okay, wie gesagt, hier kann man noch mal richtig Waffen aufsammeln, noch mal richtig Kohle machen, wenn man diese Mission hinter sich hat. Okay. Die Frage ist halt, braucht man es wirklich noch? Okay. So, ja, es wäre natürlich jetzt die Möglichkeit, entweder wir rammeln hier rein, wir kommen hier nicht mehr zurück. Oder ich persönlich tendiere ja eher dafür, dass ich nochmal nach Yanta gehe. Schön dich zu sehen. Gibt es etwas Neues? Nö, ich will bloß noch einen Anzug holen. Ich mache nochmal nach Yanta, hol mir nochmal ein Bullard. Lass den auch aufrüsten ordentlich. Und der arme Letschi. Der Letschi tot. Moment mal. Gib mir mal die SGI mit. Wo ist denn? Jetzt hängen sie hier einfach bloß in der Gegend rum, die Brüder. Ich höre doch hier schießen. Ja, kann doch sein, dass ich mich täusche. So. Auf nach Yanta. Ach guck, ist die Energie schon wieder weg. Ja gut, wir müssen ja jetzt eigentlich nicht mehr groß rennen. Das auch mal. Okay, wir sehen uns auf der anderen Seite wieder. So Leute, wir sind auf der anderen Seite rausgekommen und werden jetzt mal runter rennen zum Sacharow. Sacharow, wie die Sacharow-Torte. Und schauen mal, ob der für uns einen Bullard hat. Wenn ja, werden wir den holen und werden ihn entsprechend aufrüsten lassen. In irgendwie ja macht das, gell? Ja, doch, jeder macht's schon. Dann werden wir den schön aufrüsten lassen und uns dann nach Silmanz begeben. Denn mir fällt hier jetzt ehrlich gesagt nichts mehr ein, was ich noch machen könnte. Ja, Müllhalte und so, ja, halt irgendwelches Banditenschießen ist halt immer drin, das ist klar. So, wir hoffen, dass er ihn hat. Hallo Sacharow, komm mal bitte her, hallo. Wie geht es dir, junger Mann? Das ist immer noch neutral. Hattest du Erfolg? Handel? Viel Glück. Ja, er hat den. So, was wir überhaupt haben? 27 wir haben. Okay. So. Und dann machen wir uns jetzt ja am besten rüber in die Stalker-Basis. Und von da aus lasse ich mich in Onkel Jars Hütte bringen. Und das Ding aufmotzen. Ja.
Genau. Ich bin die Aufmerksamkeit in Person. Hier ging's da. Okay. Rennen wir mal hier lang. So, okay, auf der anderen Seite sehen wir uns wieder. Ja, wäre schön. Wieso tut denn da eigentlich jedes Mal das Fernglas raus hier? Wäre schön, wenn in Janta ein Ortskundiger stehen würde. Da hätten wir die vielleicht ein bisschen besser verteidigen müssen, da unten noch, dass der überlebt. Aber es ist nun halt einmal nicht so. Also wir haben uns noch nicht groß drüber aufregen, wir sind hier. Dackelschießen angefangen. Oh, Schnorri, komm her, schnorr. Komm, hier, ja, oh, bist du ganz lahm, hä? Oh, armer Schnorr. Oh, ich geb dir den Rest, den ist viel. Ich könnte euch schon ausruhen, wieso liegt nicht wieder einer von euch rum? Die einzige Beute, die sie aus diesem Lager mitnehmen, sind die Kugeln in ihren Schädeln! Ja, das lag auch nicht an euch. So. Okay. Und jetzt noch linke Füße zum Ampel. Ja. Wohin kannst du mich führen? Ja, wie gesagt, das wäre viel schöner, wenn ich, wenn man direkt vom Dings aus reisen könnte. Onkel Jan, wir sehen uns auf der anderen Seite. So, an Onkel Jans Hütte angekommen. Hallihallo, Herr Söldner. Hallihallo, hallo, Herr Onkel Jan. So, verbessern. Kommt es mir nur so vor oder haben die Leute mindestens zwei linke Hände? Nee, kommt mir nicht nur so vor. Wobei auf der anderen Seite, ja, ich würde sagen, ich beende den Part erst einmal hier und mache die Verbesserung im nächsten Part weiter. Ich bin jetzt auch ein bisschen neugierig, weil, wie gesagt, ich habe heute den oder gesagt, ja. Ja, gestern eigentlich schon mittlerweile den Anschluss gekriegt, den 59.000er, und will natürlich auch jetzt mal schnell was hochladen. Okay, bin da also wirklich richtig neugierig. Okay, ich würde sagen, ich beende das hier. Ich sage dann mal Tschüss und weg, euer Sheradan.